Ich sag erstmal 2,8 Millionen. Kommst du damit klar? Na. Nein. Und jetzt? Boah. Wow. Hier brüllt dich das Auto an. Also mein Bauchgefühl sagt, ich biete 1 Million. Herzlich willkommen, Sonntag 16 Uhr. Ich habe gestern eine Sprachnachricht bekommen. Und zwar, hört euch das mal an. Servus Hamid, ich habe gestern ein mega, mega cooles Auto reinbekommen. Kommst am besten heute noch vorbei und schaust da an. Also glaub mir, es rentiert sich. Ich warte auf dich hier. Also, gestern habe ich es nicht geschafft, aber heute bin ich da und jetzt habe ich euch einfach mal mitgenommen. Und Marco, da sitzt er auch. Hamid! Alles spontan, fit? Spontan wie immer, oder? Ey, Wahnsinn, zwei. Wahnsinn. Also Wahnsinn. Sowas auf die Beine zu stellen. Das ist echt krass, aber ich bin jetzt echt gespannt, was du hast. Ja, bist der Erste, den ich angerufen habe. Du machst es so spannend. Nehmen wir Schlüssel mal. Ja, komm. Hast du es gesehen? Es ist auch kein Werbevideo, aber wenn mich einer drauf an, es ist ein Blackberry, ja. Ich liebe Blackberry, aber es ist kein Werbevideo. Ne? Ja, dann zeig mal kurz. Blau? 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 Nicht dein Ernst. Also hast du sowas schon mal in der Hand gehabt? Ja, du schon. Ja, aber ich weiß, was es ist. Und ey, das ist geil, dass du mich angerufen hast. Das finde ich mega. Es ist der Bugatti Chiron. Das ist ja geil. Das ist ja der absolute Hammer. Alter Schwede, wo hast du das Auto her? Das verrate ich dir nicht. Das verratst du mir nicht. Da muss dein Gebot so gut sein, dann reden wir drüber. Ach, muss ich ein Gebot abgeben? Ja, ja. Du bist ja jetzt schon verliebt. Oh, das gibt's also ja so gar verliebt nicht. Am ersten Blick sehe ich dich ja auch selten. Ja, entschuldige, jeder. Gehst ja auf die Autos hin, oh, schau, ein Steinschlag. Nein, da kommen wir gleich zu, da kommen wir gleich zu. Aber das ist so völlig normal. Ey, wenn ich vor einem Chiron stehe und nicht durchdrehe, egal wie lange ich dabei bin, das ist doch einfach genial, oder? Ja. Wie fühlst du dich denn? Ja, ich kann es noch nicht glauben. Also ich bin komplett fix und fertig mit der Welt. bin auch froh, dass du da bist. Halt mal deine Schuhe einmal so davor. Ja, okay. Ja, geil. Also die Farbkombi würde funktionieren. Ne? Passt, oder? Du musst mal von innen sehen. Das machen wir gleich. Jetzt schauen wir uns erstmal das Auto von außen an. Erklär mir mal, wie viele Kilometer hat er? Der hat jetzt ca. 5000 Kilometer. Okay. 2018er. 18er, das ist einer der ersten. Ja. 1500 PS. Das ist natürlich geil. Ne? Das ist Hammer. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Wie viele Dacias sind das? Jetzt habt ihr Zeit zu rechnen. Ne? Was steht heute auf dem Programm? Machen wir noch eine Probefahrt zusammen? Aber vorher habe ich euch noch was zu erzählen. Du warst mal handwerklich unterwegs, ja, oder? Genau. Genau, bevor du Autoverkäufer geworden bist. Auch als Handwerker kann das passieren, beim Autofahren kann das passieren, beim Fahrradfahren kann das passieren, überall kann das passieren. Ich brauche nur irgendwie schräg meinen Arm brechen und schon kann ich eventuell nicht mehr arbeiten. Deswegen kann ich jedem einen Rat geben, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen. Es ist auch krass, dass jeder Vierte in Deutschland mal berufsunfähig wird. Und wenn du dann nicht richtig versichert bist, hast du echt ein Problem. Und ich habe hier die perfekte Lösung für euch. Meine Community kennt das ja schon. Versicherungsmanager Clark. In Österreich und Deutschland kostenlos bei allen App-Stores einfach herunterladen und los geht's. Und hier könnt ihr sehen, wie ihr euch die Angebote reinholen könnt. Für Clark ist es extrem wichtig, euch persönlich zu beraten. Das Ganze ist kostenlos. Also kümmert euch darum, holt euch die besten Angebote rein, was die Berufsunfähigkeit betrifft. Kümmert euch darum, es ist extrem wichtig. Bei Clark könnt ihr das machen. Hier könnt ihr die Angebote einholen. Und wenn ihr dann unter Code Hamid 3 Versicherungsanfragen startet, kriegt ihr pro Versicherungsanfrage 15 Euro, also insgesamt 45 Euro in Amazon-Gutschein, Code Hamid eingeben. Auf jeden Fall werden wir, oder besser gesagt ich, damit fahren. Achso, okay. Genau, Versicherung ist das Thema. Alles klar. Gar kein Thema. Ist egal, Hauptsache wir sind dabei. Machen wir noch einen Soundcheck? Auf jeden Fall, ja. Wenn der Temperatur genau, alles erreicht. Genau, jetzt fahren wir erst einmal eine gemütliche Runde. Du willst ja von mir ein Gebot haben heute. Ja. Erstmal vielen Dank, dass ich der Erste bin. Ja. Ist es positiv oder negativ, der Erste zu sein, der ein Angebot abgibt? Was findest du? Positiv. Positiv? Kannst dich nur steigern. Für dich ist es positiv. Ich kann heute nämlich vieles falsch machen. Warum? Weil ich gebe jetzt einen Richtpreis raus. Und dann heißt es immer, also der Hamid hat mir 2,8 Millionen geboten.
Wenn du da drüber bist, kriegst du das Auto. Nicht gut, machen wir weiter. So, dann haben wir hier, ehrlich gesagt, minimale Steinschläge für ein Auto, was 5000 Kilometer hat, noch voll im grünen Bereich. Ja, genau. Ne? Und das Auto ist nicht foliert. Keine Steinschlagschutzfolie vorne. Das ist krass. Ihr habt jetzt so ungefähr 30 Sekunden Zeit einzutippen, was hier eine Frontscheibe kostet. Mach mal vorne einmal den Kofferraum auf. Wie leicht, das ist ein Zeichen, wie leicht dieses Auto ist. Das ist Carbon, alles Carbon. Auch hier ist alles eine Carbon-Karosse. Und wenn man sich das Ganze genauer anschaut, dann merkst du auch, wie hauchdünn die Lackierung ist, dass die Carbon-Struktur sogar noch durchkommt. Obwohl das, ja, ist ein Unilack. So wurde ja auch der allererste Bugatti EB110 vorgestellt. Das ist die Farbe schlechthin. Jedes Kind, was ein bisschen autoaffin ist, wenn du sagst Bugatti, der die Augen zumacht, hat immer dieses Blau im Kopf, oder? So, und dann schön hier auch noch mit Alcantara, guck mal, wie edel. Und dann, hier, guck mal, der kümmert sich um sein Auto, der Junge. Sag erstmal 2,8 Millionen, okay? Kommst du damit klar? Nein. Sag mal, wo da, liegen da wir kann denn? Ich den Besitzer gar nicht. Nein, aber wo liegen wir denn ungefähr? Ja, was denkst du? Viel weiter drüber. Viel weiter drüber. Was also heißt denn viel weiter? Also unter einer 3 schon mal gar nicht. Okay. Also sind wir schon mal bei 2,85 Millionen. Okay? So. Ah, guck mal, das ist ja hier. Das ist ja geil. Guck mal, der Junge, der liebt sein Auto. Hier, guck mal. Das ist ja geil. Fast in Wagenfarbe. Da hat der Niklas nicht aufgepasst, weil er seine Kamera nicht eingestellt hat. Der war so perplex von meinem Pinsel. Wartet mal, ich muss euch mal einmal zeigen, wie Niklas aussieht. Und das wird nicht rausgeschnitten. Er hat nämlich Angst vorm Sonnenbrand. Der erste Tag heute in München mit 30 Grad. So, jetzt machen wir weiter. Jetzt werden wir wieder seriös. Wir müssen ein Gebot heute abgeben. An einem Sonntag, 16 Uhr, müssen wir ein Gebot abgeben. Hier, jetzt wird es interessant. Eine Bugatti-Tasche. Allein diese Tasche zu besitzen, ist schon mal Kunst, okay? Und jeder, der hier denkt, dass ein Carcover von Bugatti auch blau ist, der ist falsch. Und zwar ist es so ein bisschen flieder-lila. So, deine Tasche. Okay, ja. So, dann haben wir hier, ganz wichtig, Ladegerät, auch original von Bugatti. Das Auto muss ständig am Strom sein, ansonsten hat man echt ein Problem. Wenn hier die Batterie alle ist, die 30 Sekunden sind eigentlich vorbei, oder? Eine Frontscheibe kostet hier 20.000 Euro. Diese Frontscheibe kostet 20.000 Euro. Das sind 1,5 Dacia Duster. Einsatzreifen, nur die Gummis, liegen bei 12.000 Euro. Und wenn das Auto nicht servicegepflegt ist und wenn du hier eine Garantieverlängerung haben möchtest von 4 Jahren inklusive Garantie und Service, bist du bei 200.000 Euro. Dafür hast 4 Jahre deine Ruhe. Schau mal rein. Nein, aber halt mal. So, und jetzt habt ihr hier eigentlich euer Schlüsselbox. Und da steht Chiron und One of 500. Das heißt, einer von 500. Och, mein Stick ist hier massiv. Es ist nichts aus Plastik hier. Gar nichts. So, jetzt gehen wir mal weiter. Unten, was ihr hier so sieht, das ist alles Blau-Carbon. Kommt mal ein bisschen näher dran, bitte. Das Auto muss unbedingt in die Aufbereitung. Ja, gestern ist er angekommen. Ja, das ist alles Carbon. Und dann geht's weiter. Dann geht hier Carbon-Spiegel in Blau gehalten. Und mein Dach ist komplett in Carbon. Das ist alles Carbon, Sichtcarbon mit Klarlack lackiert. Und hier haben sie es dezent in Normal, also in Schwarz-Carbon gelassen, was ich mega geil finde. Und hier ist dein allerbester Freund, dein Tankdeckel. Den wirst du sehr, sehr oft benutzen müssen, oder? Ja, also ich höre davon Verbräuchen zwischen 20 und 50 Liter auf 100 Kilometer. Das ist gut zu wissen für meine Preisverhandlung gleich. Hier haben wir unsere Theke, unser Spoiler sozusagen, auch schön in Carbon gehalten. Und das ist unser Herzstück. 1500 für 1500 PS. Das ist genial. Was ich ziemlich enttäuschend finde, muss ich ehrlich sagen, meine Türgriffe. Für so ein Auto finde ich die ein bisschen lieblos und für so ein Auto finde ich die... Komm mal her, hör dir das an. Nein, es ist alles massiv, selbst mein Speedkey ist massiv. Innen ist alles massiv, das werden wir euch gleich bei der Probefahrt zeigen. Es ist alles massiv und dann habe ich so einen Türgriff. Dann fahren wir jetzt. Jetzt fahren wir. Und dann, wenn wir wiederkommen, gebe ich euch ein Gebot.
Das Auto hat ja ausländische Kennzeichen, also Überseekennzeichen. Wir wollen es auch nicht so viel thematisieren. Aus versicherungstechnischen Gründen darfst du das Auto fahren, ne? Ja. Ja, Marco, jetzt bewegen wir 3,5 Millionen Euro. Das ist schon unglaublich. Also oder circa 3,5. Ich habe ja noch kein Gebot abgegeben, ja. Also jetzt war ganz entspannt. Machst du oft solche Autos, oder? Ehrlich gesagt ist das mein erstes Auto in der Millionenkategorie. Also ich sitze hier, ich schwitze. Ich schwitze auch, aber mein Gott. Das ist echt... Einen Tod muss man sterben. Was ich ja mega geil finde, es ist alles massiv an dem Fahrzeug. Meine Türgriffe, es ist alles, es ist nichts aus Plastik und wieder so puristisch gehalten, so wenig wie möglich Knöpfe. Ne? Kein fettes Radio oder Navi hier in der Mitte, gar nichts. Alles ganz easy gehalten. Also ja, allein wegen dem Sound musst du ja mal wieder was drauflegen auf den Preis. Weil ja, das ist einfach genau. Auch so im Stadtverkehr, so bei niedrigen Geschwindigkeiten, also einfach diese Emotion, was das Auto dir vermittelt. Jetzt ist wieder ein Hype da auf das Auto. Jeder möchte das Auto haben, weil das der letzte Verbrenner ist sozusagen. Es wird eventuell Bugatti nie wieder als Verbrenner geben. Das wird gemunkelt. Ob das so ist oder nicht, wissen wir nicht. Der Verkäufer will nicht unbedingt verkaufen, weil, ja... Das höre ich immer. Er liebt jedes seiner Autos und hat natürlich mehrere, aber das gehört eigentlich zu einem seiner Lieblingsstücke. Ich hab ja ein Gebot im Kopf. Ich habe ein Gebot im Kopf. Ja, da legst du jetzt noch mal was drauf und dann sagst du das mal. Nein, wir machen erstmal einen Soundcheck, wenn wir angekommen sind. Und dann gebe ich ein Gebot ab auf das Auto. Das ist schon ein Auto. Mein Gott, es ist limitiert auf 500 Stück weltweit. Das darf man nicht vergessen. 500 Autos wurden nur produziert. Das ist nichts. So in der Konfiguration ist halt einmalig. Ist halt nur einmal. Man sagt ja, fast alle Bugattis, die ein Werk verlassen, sind fast alle Einzelstücke. Bist du nervös? Ich bin so nervös, dieses Auto. Ja, du musst jetzt ein bisschen schneller fahren. Okay. Bisschen, noch ein bisschen schneller, bis ich Stopp sage. Okay. Ja, genau, so ist gut. Komm mal her, Niklas, guck mal. Das meinte ich eben. Das ist hier alles massiv. Es ist nichts aus Plastik. Hast du das hier drauf? Das ist alles massiv. Guck dir das mal an. Es ist alles genial gemacht. Meine Blinker, guckt euch das mal an. Es ist nichts aus... Das ist Faszination. Lenkrad muss man auf der anderen Seite dir anschauen. Aber guck mal hier oben. Schön Leder, alles perfekt gemacht. Auch dieses Innenraumfläche. Und wenn du hier drin sitzt, A, sitzt du auf dem Boden und B, ist die Stimme ganz anders. Selbst meine Sitzeinstellung, die elektrische Sitzeinstellung hier, es ist alles massiv, komplett. Komplett, ist nichts aus Plastik. Dann schön Carbon hier wieder matt gehalten. Ihr wisst ja, ich bin im Innenbereich Carbon matt Fan. Hier auch. Und wenn ihr euch diese Verarbeitung hier anschaut, guck mal, da ist nichts schief. Und das ist alles pure Handarbeit. Hier ist nichts maschinell hergestellt worden. Und da muss man sagen, mein riesen Respekt an Bugatti. Und das Einzige, was mir nicht gefällt, habe ich euch gesagt, sind meine Türgriffe. Okay. Und jetzt machen wir einen Soundcheck, bevor ich mein Gebot abgebe. Oder soll ich vorher mein Gebot abgeben? Nachher. Nachher? Ja. Eher Soundcheck? Flash dich. Okay, Soundcheck. Er weiß genau, wie er mich kriegt. Oh. Hört euch das mal jetzt an. Und jetzt? Oh. Wow. Und nochmal? Hier brüllt dich das Auto an. Hier ist so richtig so brüllen. Und das ist heftig. Machen wir noch einmal? Das ist krass. Das ist echt krass. Was soll ich denn jetzt als Gebot abgeben? Schreib mal schnell rein. Was wäre jetzt hier richtig? Das Ganze bei 4000 Umdrehungen. Also, du willst jetzt ein Gebot von mir? Jawohl. Was denkt ihr, was soll ich bieten? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Servicepaket haben wir schon gehabt, 200.000 Euro. Reifen sind fertig, 12.000 Euro. Vorne Folierung, ca. 8.000 Euro. Das heißt, hier kommen 220.000 Euro Kosten auf mich zu. Das ist krass. Also mein Bauchgefühl sagt, ich biete 3,3 Millionen für das Auto. Inklusive, du erledigst alles. 3,3 Millionen. Ich gebe es weiter. Was? Erzähl. Ja oder nein? Aber ich glaube es nicht. Was glaubst du nicht? Na, ich glaube, du musst noch höher bieten. Ja, wo muss er denn landen? Also der Besitzer hat im Moment noch eine sehr utopische Vorstellung. Und zwar? Ist aber ein spontaner Typ. Das heißt, wenn ich dann in 3, 4, 5 Wochen ihm sagen kann, ich habe jetzt deine 3,3, kann sein, dass er sagt ja, kann sein, dass er sagt nein. Okay. Wenn du sagst, du hast ein tolles anderes Unikat für ihn, ist er bestimmt eher bereit, sich von dem Schatz zu trennen. Also, wir machen das jetzt wie folgt. Wir machen einen Deal.
Ja. Wenn ich das Auto bekomme für 3,3, nehme ich euch mit. Aber seht ihr keine Folge mehr mit dem Bugatti Chiron, dann habe ich das Auto nicht bekommen. Ist das okay. Ein Deal? Perfekt. Alles klar. So machen wir es. Vielen Dank, dass wir mitmachen durften. Hat mega Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du auch das Auto für uns gefahren bist. Und ich hoffe, die Sendung hat euch gefallen. Schreibt mal rein. Habt ihr schon mal einen Bugatti Chiron auf der Straße so gesehen? Wie findet ihr die Farbe? Wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder.